Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Drixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jalopy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Oh, was ist denn das? Oh, okay, ich hab gedacht, da wäre was drin. Hätte ja sein können. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Kohle bekommen von irgendwem hier. Weil ich habe das einmal gehabt, dass ich Kohle bekommen habe von den Leuten. Und tata, da haben wir Geld bekommen. Seht ihr mal. Und da habe ich nochmal Geld bekommen. Sehr schön. Zweimal hintereinander. Komm. Ah, schade. Ich habe gedacht, wir würden noch ein drittes Mal bekommen. Aber leider nicht. Aber wie man sieht, funktioniert es. Also, ich habe doch Geld bekommen. Und am vorigen Tag habe ich kein Geld bekommen von den Leuten. Das ist immer noch abgefackelt, oder? Ja, ist immer noch abgefackelt. Ja, komm, weg damit. So, tschüss Lisa, auf Wiedersehen. Mach's gut. So, dann müssen wir mal gucken. Yes. Was verkaufen wir denn jetzt hier? Weil wir müssen verkaufen, wir haben keinen Platz mehr, Leute. Und wir müssen unbedingt putzen. Das ist auch so wichtig wie sonst was. Gut, wir fahren aber einfach so los, Onkel. Wir schmeißen erstmal nichts rein. Ja, heul nicht rum. So, wir müssen auf jeden Fall reparieren, die Karre. Oh Gott, ist hier wirklich gar nichts hier. So, gucken wir mal. Wo fahren wir jetzt am besten hin? Ich will mal kurz gucken, was an der Grenze verboten ist. So, was haben wir denn da? Kurz gucken. Stoff ist verboten. Mist. Aber ich glaube, der Stoff, das lohnt sich wirklich nicht, weil obwohl abgefackelt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so viel Geld dafür bekommt. Aber ich glaube, der Stoff war ja ausverkauft, auch bei der Tankstelle. Mal kurz gucken, was haben wir denn hier im Angebot bei euch? Ja. Du bist echt ein kleines Weibchen. Finde ich zumindest. So, was habt ihr denn da? Schauen wir mal rein. Ja. Greetings. Hallihallo. Zeig mal her das Ding. Bop. So, Extras, Upgrades. Was haben wir denn da? Wir hätten da ein Touareg. Das kostet 300. Das sollten wir uns auf jeden Fall holen, denke ich mal. Das wäre auf jeden Fall angebracht. Kostet 300. Wir haben 275. Oh, knapp Bikowski. Haben wir erstmal alles verkaufen und dann schauen wir weiter. Da hinten ist die Tankstelle. Fahren wir jetzt nächstes Mal hin. Operieren erstmal alles. Und dann schauen wir weiter. Wie viel Geld wir noch überhaben. Boah, Junge, wie oft willst du mir das denn noch sagen? Ich habe jetzt da kein Interesse dran, weil ich habe nämlich keine Lust, dann über Nacht zu fahren. Dann warte ich lieber und wähle die Route aus und dann fahren wir los. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Sehr gut. Und dann wird erstmal der Wagen gewienert und repariert, weil das geht hier gar nicht mehr. Oh, bremst das Ding bitte mal ab. So. Gut, Ding mal aufmachen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier bekommen später. Erstmal aufmachen, das Mädchen hier. Wird erstmal getankt. 22 Liter passen ja mal rein. Geile Sache. Finde ich zumindest. Ding, ding. Oh, yes. So, ja, das will ich auf jeden Fall direkt mal weg haben gleich. Aber ich will erstmal Öl reintun. Oil. Linoil. Gut, mehr ist nicht mehr drin. Leider. Okay, dann können wir das hier verscherbeln. Wir verscherbeln einfach alles jetzt hier. Den Motor. Alles weg. Damit. So, ist hier noch alles verkauft? Oh, das ist verkauft. Und die Medizin ist verkauft. Das ist sehr gut. 31 Dollar. Ah, das verkauft ihr nicht. Och, Manno, das ist ja blöd. Dann her dem ist. Das ist ja doof, dass das hier keiner kauft. Ich hab gedacht, das würde jemand kaufen. Weil die steht ja auch. Nee, es ist nicht verkäuflich. Tja, was machen wir damit? Wegschmeißen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Das ist. Der Jack, den will ich aber nicht haben. Ich möchte den Reifen haben. Welche hast du noch wert? Du bist 3 von 3. Und du bist auch noch 3 von 3. Okay, da könnt ihr wieder rein. Weil ich möchte die abgenutzt. Ah ja, ich habe ja die abgenutzt noch draufgezogen hier. 2 von 3, 2 von 3. Die werden wir auch nicht mehr verkaufen können, aber.
Es lohnt sich nicht zu verkaufen, die Teile. Also zu wechseln. Tabak, Textilien. Da sind die Medics. Die würde ich gerne mal mitnehmen. Okay, dann holen wir uns noch so eine Kiste. Oh, poppen wir den mal auch mal mit, schnell. Portemonnaie. Kommst du bitte hin. Dankeschön. Lalalala. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich bekomme für ein Medikament. Und 31 Dollar, das ist doch mal richtig nice. Okay, aber die haben keine Reparaturwerkzeuge. Na super, was machen wir denn da? Weil wir müssen die Karre reparieren, Leute. Aber Öl brauchen wir auf jeden Fall. Ah, verdammt. Was mache ich denn jetzt? Weil ich will nicht weiterfahren mit dieser kaputten Kiste, Leute. Wir müssen eine Kurzstrecke nehmen. Anders geht's nicht. Oder so eine Tanke dazwischen ist. Weil, schaut euch das mal an. Das ist ja alles hinüber hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Optimal, wir wollen Bridge haben. Das kann wieder nach oben. Ich frage mich, wieso, wie das da oben bleiben kann. Um ehrlich zu sein. Den verkauft ihr eh nicht. Dann würde ich erstmal putzen. Ach, sieh meine an, man kann sogar die Reifen putzen. Das ist aber neu. Das war früher nicht der Fall. Das ist ja cool. Aber wie ihr seht, der Wagen glänzt wieder. Gott sei Dank, ey. Weiter putzen. Ich frage mich eigentlich, was das bringt, außer Optik, ob das auch was für den Krippel zweckt. Keine Ahnung. Manchmal ist der Reifen immer noch schmutzig. Ne, der nicht mehr. Der auch nicht mehr. Gut. Gut, ich denke mal, sie sind soweit fertig. Das Einzige, was mich irritiert, warum ich den hier nicht putzen kann. Aber komm, das ist mir jetzt egal. Dann werden wir jetzt mal gucken, was wir noch verkaufen können. Aber wir verkaufen einfach alles, komm. Wir verkaufen jetzt einfach alles. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben ja Platz hier in der Kiste. Hat man viel kriege ich denn überhaupt für eine Zigarette? Schachtel. Mal gucken. 6 Dollar. Das aber. Nee, das ist mir zu wenig. Das ist mir dann doch zu wenig. Ja, den möchte ich gerne mal ziehen, bitte. Wenn ich dürfte. Danke. Gib mir die Schachtel wieder. Weil das ist mir echt zu wenig. 6 Dollar. Du hast ja echt nicht mal alle. Nee. Das ist mir zu wenig. Das ist mir echt zu wenig. Das tun wir wieder schön da rein. Zip. Na. Bis sonst was tun? Das sind nur Schachtel, gell? Okay. Klack, klack, klack. Dann verkaufen wir aber den Stoff hier. Den will ich weg haben. Haben wir noch irgendwo Stoff hier? Nein, okay. Nicht, dass ich hier noch was drin habe, weil das ist verboten. Und diesmal möchte ich nicht schmuggeln, weil ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Halt, Portemonnaie hier mitnehmen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich jetzt? 364. Ja, da können wir das Upgrade machen. Da haben wir noch 64 Dollar. Aber das sollten wir auf jeden Fall machen, weil der Motor ist ja auch ziemlich kaputt. 1 Dollar, komm. Weg damit. Hauptsache weg. Bevor wir noch eine Strafe bekommen von 20 Dollar oder so. Ich weiß nicht, wie hoch die Strafe ist. Keine Ahnung. Wo ist denn hier? Da hinten war das Hotel. Da, okay. Abrennen damit. Ja, was wir hiermit machen, habe ich echt noch... Ach, da ist noch... Quatsch! Was habe ich da für einen Schwachsinn gemacht gerade? Das ist doch eine Kiste. Mensch, Idiot. Was haben wir da drin? Was ist das denn? Das ist eine Kiste, die leer ist? Also irgendwie habe ich da was wieder buggy. Kann das sein? Die mysteriöse Kiste, sage ich mal dazu. Also irgendwie... Da ist nichts drin. Ich kann sie auch nicht mal aufheben. Alter, das Spiel, das rollt mich doch nur noch. Ich habe gedacht, das wäre das Paket mit dem, mit der Farbe, mit dem Streifen. Naja, also das Spiel trollt mich wirklich ständig. Das kann echt nicht wahr sein. Mann! Naja. Gut, steigen wir ein mit unserer Schrottmühle. Zurzeit ist sie leider eine Schrottmühle. Was ist denn jetzt schon los? Ah, Gott sei Dank. Gut, wir holen jetzt die Route. Nervbacke. Was haben wir denn da? 420, 420. Oh Gott, sind ja alle riesig.
gut, nehmen wir denn. Wir holen den hier, würde ich sagen. Sind es da 470 mehr. Aber wir brauchen eine Reparatur. Brauchen wir. Ja, nehmen wir das hier. Wird es halt heute eine längere Folge geben, Leute. Wir haben mich jetzt schon 10 Minuten circa. Balla. Okay. Schreib mich eigentlich wieder jetzt schon, der stinkt da hier drin. Mit der Leiche da. Heieiei. Naja. Boah, ich freue mich, dass man wieder was sieht, ey. Oh, herrlich. Aber der Wagen, wie ihr seht ja schon an den Rissen, der ist gut lidiert. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Okay. Ja, komm. Zack. Okay, dann kaufen wir uns mal den Spaß hier. Sollen wir uns auch noch eine Tür kaufen? Nee, das ist. Nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir dann doch zu heikel. Ja. Extras, Upgrades. Und wir brauchen das Ding hier. Was hat der drin? Turek, zu bla bla bla. Ich denke mal. Oh, das ist das. Dann wird das bestellt. Dankeschön. So, gucken wir mal. Also ich glaube, wir haben ja alle der teuersten Upgrades bis jetzt schon drin, ja? Kann das sein? Hm. Obwohl, das digitale Teil ist noch ziemlich teuer. Muss man das hier dran machen? Ja. Zack, was haben wir drin? Yes, yes, yes. Und wir haben ein Reparaturkit. Cool. Ich habe nicht gedacht, dass zwei, müsste ein Zweier geben, damit wir das machen können. Dann können wir das nämlich schon mal reparieren. Oh, herrlich. Ach stimmt, 1 und 2 ist der Unterschied, dass man mehr reparieren kann. Das war das, glaube ich. Das ist auch ziemlich lediert. 18% haben wir nur noch. Wir sollten auf jeden Fall mal die Batterie beachten. Nicht, dass mir die Batterie noch irgendwann leer ist und wir nicht von der Stelle kommen. Das wäre echt. Was passiert, wenn ich jetzt so wäre? Ah, super, das geht direkt rein. Dann brauchen wir auch den Wagenheber nicht mehr, Leute. Dann können wir den nicht auch gleich verticken. Das ist ja cool. Das ist doch geil. Okay, jetzt heißt's, auf geht's zu unserer Riesentour. Gott sei Dank springt er auch direkt an der Wagen. Bin ich auch schon mal froh drum. Und wir haben jetzt noch wie viel? 64 Dollar, glaube ich, hier waren es? 65. Ah, das schaffen wir schon. Irgendwie überleben wir das. Ja, Onkel. Ansonsten fragst du mal deine Kollegen. Mafia oder so, ich weiß ja nicht. Wenn du alles hast. So. Da mir das Spiel nochmal abgestürzt ist, habe ich nochmal gestartet. Und was haben wir da? Wir haben ganz viele Reparaturkits. Geile Sache. Die holen wir uns mal direkt hier. Und reparieren wir den Wagen direkt. Das wollte ich euch noch kurz zeigen, bevor wir losfahren. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte hier rumgecheatet oder sowas. Und ich werde natürlich noch das Upgrade machen. Ach ja, und die Kiste. Da waren auf einmal 2 Medikamente drin. Also deswegen habe ich auch die ganze Kohle auf einmal. Aber sonst ist alles gleich. Ich habe 2-mal die Kohle bekommen, wieder im Hotel. Ich habe mich extra 2-mal gestartet. Aus dem Grund, weil ich habe nicht eingesehen, dass ich auf einmal Geld verliere, nur weil der Absturz da ist. Das habe ich nicht eingesehen, aber ich habe nicht geahnt, dass dann auf einmal, wie heißt es nochmal? Die Medikamente auf einmal gehen. Habe ich jetzt nicht geahnt. So, holen wir uns noch einen. Dann hätten wir alles repariert. Super duper. Also, dann bis gleich, Leute. Okay, jetzt sind wir wieder mal auf dem Weg. Wunderbar. Die Strecke habe ich ausgewählt mit 420 Kilometern. Also alles möglichst gleich gehalten nach dem Absturz. Jo, sie kommen mir die Papiere. Einen Moment, bitteschön. Lalalala. Mein Spiegel ist da drin. Na super. Und checkt er mich? Ich habe mich immer das Gefühl gehabt. Oh, der checkt mich nicht. Verdammt, hätte ich doch schmuggeln können. Ah, naja, komm. Ich glaube, der Stoff hätte eh nicht so viel gebracht. Also, von daher. Machen wir mal schnell aus. Den Sound von außen. Indem man eine Scheibe nach oben dreht. Aber es ist schade, dass man hier nie das sieht. Das ist immer nebelig. Echt schade. Ich würde gerne nicht mal hier was sehen. Das wäre echt schön. Aber leider nein. Boah, ich bin mal gespannt, wie lange die Folge sein wird. Weil ihr möchtet ja nicht, dass ich den Weg dahin zum Ziel cutte. Und aus dem Grund wird es, glaube ich, eine etwas längere Folge heute, weil 420 Kilometer plus die ganze Vorbereitungen. Mir bin ich echt überlegen gerade, ob man nicht in Zukunft lieber dann noch ein bisschen schneiden soll von der Strecke. Damit es wieder ein bisschen kürzer ist, aber Mai ist heute Freitag, von daher denke ich mal passt das.
Na la 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 la. Ich finde es irgendwie cool mit der Musik. Und das mit der DDR-Hymne, das muss ich mir mal genauer hören. Ob ich das irgendwo raushöre. Aber ich konnte wenigstens beweisen, dass ich weiterhin Geld bekomme, obwohl ich nichts bekommen habe von den Folgen. Und das sogar mit Videobeweis. Was geht da ab, der Wagen? Was geht da ab auf einmal? I'm not attempting to import. Ja gut, ich weiß. Muss mich nochmal erzählen. Wie? Ah, okay. Dann fahr vorbei. Och Mann, ich hab gerade eben sauber gemacht. Verdammte Hacke. So, wenn ihr den Bleib auf meinem merksamen Route zu fahren, ich kann. This just lets you know the condition of the road for the route. Ah, okay. Naja. Ist gut. Boah, der fährt aber richtig schnell. Ich überhole den hier fast da hinten. Das ist ja geil, wie der am Abgehen ist. Ich bin mal gespannt, ob wie hoch man den noch tunen kann, den Wagen. Da kann ich leider nicht ausweichen. Muss halt wieder putzen. Verdammt. Aber naja. Da ist keine Kiste. Gut. Boah, ist das schön. Ich habe mich eigentlich gerade, ob wir auch wirklich dann schnell mit der Strecke unterwegs sind. Und dann haben wir vielleicht Glück. Oh ja, die ist wesentlich schneller. 350 haben wir jetzt schon. Dann könnten wir vielleicht Glück haben. What? Where's try for the road condition types? Finally, fair report. Also. Fine meaning, no puddles, file pre-order. Okay, der erzählt halt gerade hier, es gibt drei verschiedene Art, Zustände von Straßen. Eine sind dreckig, die eine haben Schlaglöcher und da ist eine Kiste, die uns krallen und. Und da ist sogar die Tanke. Dann können wir uns den Rest nämlich auch noch verkaufen, das ist natürlich super duper. Wie zum Beispiel Tabak, wenn es sich natürlich rentiert. Sonst, nein, machen wir es nicht. Jetzt nutzen wir das neue Tool aus. Oh, wie cool. Halalala. Mach mal auf die Kiste. Was haben wir drin? Medics. Nice. Das können wir sehr gut gebrauchen. Die Medizin. Boah, ich würde gerne was reintun da, aber irgendwie will er nicht. Hallo? Irgendwie. Ich hab doch. So. Jetzt wieder. Okay. Sehr gut. Ist echt so eng da drin mittlerweile. Okay, gut. Dann verticken wir das mal. Bin ich mal gespannt, ob wir hier mehr bekommen für unsere Zigaretten. Lolololololo. Bin auch froh, dass der Sprit überall gleich ist. Nicht, dass er auf einmal so 10 Dollar pro Liter steht. Das wäre... Oh, verdammt, bin falsch rum eingefahren. Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann man auch so tanken? Versuch's mal. Ob das geht. Aber mich interessiert eigentlich hauptsächlich, wie es mit dem Tabak hier bestellt ist. Mal kurz gucken. Du hast verdammt viel Medizin und es ist sogar off. Lohnt sich eigentlich wieder zurückzufahren, glaube ich. Macht mal, wir gucken mal, was wir bekommen für die Medizin. Checken wir das einfach mal. Einmal Tabak und einmal Medic, bitte. Dann sehen wir es, ja. Was bekommen wir hier? Oh doch, das ist in Ordnung. Und das sind... 5 Dollar nur. Das ist ein bisschen wenig. Oder ist das normal für Zigaretten? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass das normal ist. Wir brauchen den Wagenheber, das brauchen wir. Haben wir sonst irgendwas drin hier? Medizin? Er hat noch 3 Flaschen gehabt, meine ich, und nicht. Komisch. Keine Ahnung, was abgeht. Gut, das kann weg. Boah, Alter, wie man. Ah, da haben wir. Ah, wir haben das. Da, Alter, wie viel Kohle wir machen hier. Nice. Das kann auch verkauft werden. Ja, den Tabak, den lassen wir noch drin, würde ich sagen. Oh, ist das geil, Leute, was wir an Aschi machen. Was? Achso, ja. Ich habe gedacht, der würde ja nicht kaufen wollen. Dann mal her damit. Und dann gucken wir mal, ob wir noch tanken können von dort aus. Geht das? Ist das weit genug? Also, dicht genug? Für den Schlauch? Weil ich möchte mich dann nochmal voll machen für die Strecke. Nein, das reicht nicht. Aber komm, ist egal. Das Ding ist eh, hat so viel Liter drin. Also von daher, so schnell müssen wir nicht tanken. Aber wir haben uns jetzt schön Platz verschafft. Das ist schon mal viel, viel wert.
Habe ich mir gerade verguckt? Ist das hier gerade nach unten gefallen? Halt, da ist noch die Tür auf vom Onkel. Ich möchte ja nicht, dass mein Onkel rausfällt. So. So, damit er schon gesichert ist, der Kerl. Ich finde es interessant, dass die Markierung da unten noch ist. Steh, wer will. Ich habe nämlich keinen Wagen hier bei der Hand. Gut, hauen wir wieder ab. Auf wir. Tschüss. Und direkt mal die Scheibe ein bisschen putzen. Alles reicht leider nicht. Ach, wir haben kein Wasser drin. Nein. Ja, fahren wir einfach mal raus, ohne zu gucken. Wir Kamikazis, ja. Was macht der denn da? Boah, wirbelt der Dreck auf. Hammert. Ach ja, ich hätte noch Wasser kaufen. Naja, egal. Müssen wir halt so durch irgendwie. Oh Mann, da fahren wir gleich blind hier rum. Oh Gott, was geht denn da vorne ab? Okay, dann müssen wir also doch durch diesen Dreck fahren. Blöd. Ja, jetzt hätten wir auch gerade, dass die Schlaglöcher, ja, wir holen mal gerade, oh Gott, Junge, wir holen mal gerade schnell Wasser, weil das ist mir dann doch zu heikel. Jetzt hätten wir gerade, dass die Schlaglöcher halt auch, dazu beitragen, dass die Reifen irgendwann platzen. Ach, ist ja blöd, dass wir hin und her fahren hier, aber, naja. Müssen wir machen. Komm da rum. Uiuiui, das war knapp. Das war Knappikowski. Aber das ist ja egal. Können wir einfach hier so parken. Klack. Wie so ein Rowdy hier. Und dann krallen wir uns noch schnell Wasser. Und den Eimer mal kurz. Wir müssen noch mal kurz wischen hier. Ich habe nämlich keine Lust, dass der hier meine Sicht beeinträchtigt. Das möchte ich mich nicht. So, das machen wir auch noch kurz. Wunderbar. Auch um den Reif können wir auch noch mal ein bisschen drüber gehen. Okay, das ist weit in Ordnung. Nochmal kurz ins Pop-Menü für Wasser. Verzeihung. Wasser. Wird sogar gekühlt extra. Nett. Einmal das bitte. Dankeschön. Und her damit. Dann machen wir das Ding mal schön voll. Ach, ich habe nicht aufgemacht. Ja. Warum zeigt ihr mir eigentlich immer noch die Symbole da unten? Ich habe doch keinen Wagen hier bei der Hand. Ah, verstehe ich jetzt nicht. Was? Wieso ist das Ding immer noch leer? Das kann doch nicht wahr sein, Leute, oder? Ich habe doch da Wasser gerade... Oder habe ich das Wasser da reingekippt? Ups. Ich habe nicht gedacht, dass man Wasser in den Motor kippen kann. Opala. Zum Glück hat der Öl. Echt, wo drum? Eieiei. Mal so kann man auch Geld verschwenden. Oh Mann. So, vorsichtig. Hä? Da steht, dass er 0 hat. Da steht immer 0,7. Oh Mann, da habe ich mir verguckt. Verdammt. Ah, egal. Das ist mir jetzt echt egal. Weil. Warum nicht? Wir wandern das eh gleich wieder. Okay. Ob wir jemals heute ans Ziel kommen? Ich bezweifle es ein bisschen. Eieiei. Dann müssen wir da durch diese Pampa wieder fahren. Oh. Ich hab auch keine Lust drauf. Na komm, fahr mal hier. Fahren wir da drüber. Ist mir jetzt alles egal. Ich möchte nur noch ankommen irgendwie. So, Musik an. Und dann müssen wir rechts abbiegen. Also ja, auf müssen wir aufpassen. Dann das beschädigt die Reifen. Aber habe ich mir eigentlich auch so gedacht, ohne Herrn Onkel. Okay, dann sind wir wieder auf dem Weg. Die Musik ist aber coole Sache. Wann habt ihr eigentlich eher Zeit,
Freitag oder Samstag bezüglich Streamen, weil ich würde das jetzt in Zukunft regelmäßig machen, aber ich glaube, wir gehen eher auf Twitch über, weil wir haben da weitaus mehr Möglichkeiten. Es sei denn, ich finde das raus, wie man das gleichzeitig streamt und dass es keine Probleme gibt diesbezüglich. Also wie Ruckler oder sonst was. Das will ich mich nicht. Ich möchte einen sauberen Stream haben. Was mich auch eh schon nervt, ist ja, dass mein Mikrofon sich nicht so doll anhört beim Streamen, aber ja. Solange ihr mich klar und deutlich versteht, ist ja alles in Ordnung. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen sputen hier, damit wir nicht allzu lange Folge haben hier. Ich hoffe, dass wir so auf 28 Minuten kommen. Was ist? Any another thing with ties, you will kinds of homebots and tire types. Also ja, jetzt hätten wir gerade, dass es verschiedene Reifentypen gibt. Ist hier in Ordnung und die Kiste greifen wir uns mal gerade schnell. Zack. So. Was hast du noch Feines drin? Eine Riesenbox. Hoffentlich ist da dick viel Wein drin. Das wäre geil. Ist mal reich. Yes! Juhu! Wir sind reich. Wir haben Kippen und wir haben Alk. Optimal. Meine Mutter nennt das übrigens Hartz-IV-Besteck. Hust, hust. Also Tabak und Alkohol. Aber, soll jetzt nicht böse sein oder so. Das ist ein Scherz. Also bevor jemand hier getriggert wird oder so. Nee. Gut. Voran geht's. Wunderbar. Oh, wie geil, Alter. Wir haben richtig Asche gemacht in der heutigen Folge. Wir sind reich. Wir sind wirklich reich. Wenn ich mir überlege, was wir an der letzten Tankstelle für Wein bekommen haben, dann kriegen wir jetzt ungefähr jetzt so $300 nur für den Wein, ey. Da haben wir 400 Ocken auf dem Konto, ey. Plus die Kippen noch. Boah, geil. Läuft hier mal richtig geil. Und ich bin echt froh, dass wir Wasser reingetan haben. Ich bin mal gespannt, wie lange wir durchkommen ohne Wasser. Ich dachte mal... Oh Gott. Ich will das mich mal testen. Aber, ja, gut. Jetzt müssten wir eigentlich so fahren, weil hier kommt ja eigentlich kein Schlamm mehr. Oh Gott. Verschmier das mir bitte nicht. Danke. Ich hoffe, oh doch, hier kommt noch Öl und hast du nicht gesehen. Und wir haben hier noch ein Auto stehen. Ey, Leute, was ist denn hier los? Ah, das ist zum Ausschlachten. Das ist nur wieder Stau. Müssen wir schon wieder hier rein? Och, nö. Oder können wir gerade ausfahren? Versuchen uns mal hier vorbei zu schlängeln. Ja, passt. Hammer, wie viel Karo. Oh ne, wir müssen wirklich da durchfahren. Verdammt. Oh Gott, das wird schwierig. Weil ich nichts sehe. Oh Mann. Bitte. Fahr vorbei ordentlich. Trixie. Oh, yes. Ich kenne meinen Wagen. Ja, wunderbar. Oh Mann, KI. Bitte. Lieber Entwickler, fix die mal bitte. Kann doch nicht wahr sein, dass wir andauernd solche Probleme haben hier. Mit der KI. Ich bin so froh, dass es so gut läuft. Wehe, das Spiel stürzt wieder ab. Wehe. Dann krieg ich einen Anfall. Aber es ist ja heute schon einmal abgestürzt. Ich denke mal, der tägliche Absturz ist schon durch. Da sollte ich mir keine Gedanken machen. Hoffe ich. Also drückt mir die Daumen, Leute, dass mir das nicht wieder passiert. Lalalalala. Ach ja. Warum schaut ihr euch eigentlich nicht das Kartenspiel mal an? Das Slay the Spire. Also ich muss sagen, das ist super spannend, Leute. Ich verstehe es nicht, warum ihr euch das nicht mal reinzieht. 70 Mal noch. Yay. Yeah. Sorry, Kilometer. Da sind wir angekommen. Coole Sache. Ich habe jetzt nicht gelesen, was er geschrieben hat. Ich habe lieber auf die Straße geachtet, weil ich mich die Sorge habe, dass ich irgendwo hier rausflutsche. Und dann mit dem Wagen feststecke. Das will ich nämlich nicht. Ja, heul nicht rum. Oh, hier drüber. Oh, sehr gut. Und unsere Karre qualmt wieder wie Schmitz-Lumbus. Aber wir sind fast da. Wie cool ist denn das? Ja, es könnte sogar hinhauen mit den... Oh, Reifen ist geplatzt. Na komm, die paar Meter fahren wir jetzt auch noch. Bis wir angekommen sind, ist ja nicht mal weit. Denke ich mir mal, okay, ich glaube, wir reparieren doch lieber. Der Wagen ist mir doch ein wenig zu eierig.
Da vorne sind wir schon. Gott sei Dank, da können wir direkt ins Hotel fahren. Da fahren wir mit kaputten Reifen rein. Ich will das einfach absichern. Ich möchte so wenig wie möglich machen. Ich habe mich einfach nur Angst, dass wir ein kleines Problem haben werden bezüglich Absturz. Ich traue dem Spiel einfach nicht mehr, Leute. Nach dieser komischen Kiste zum Beispiel, die leer war. Mann. Okay, hier sind wir. Sehr schön. Wo haben wir das Hotel? Da ist... Ah, das ist das Hotel. Sehr schön. Dann fahren wir mal dahin. Wir gehen direkt ratzen. Und dann verkaufen wir in der nächsten Folge alles. Alter, wie geil. Ach, wir müssen hier reinfahren auf die Parklücke. Sonst heult der wieder rum. Stimmt's ja, hab's vergessen. Ja. Zufrieden, der Herr. Jo, gut. Dann lass uns mal einchecken. Okay, wir haben wieder den typischen Bug. Einmal so. Und dann geht das wieder. Lalala, so langsam kenne ich doch meine Pappenheimer hier. Und der Onkel, der will nicht raus. Ich glaube, wir lassen das so. Da haben wir getönte Scheiben. Da sieht man nicht so schnell, wer hier drin sitzt. Ist auch nicht schlecht, gell? Ah, oh Mann, ich bin froh, dass wir angekommen sind. Jetzt müssen wir noch speichern. 25 Steuern müssen wir jetzt bezahlen diesmal. Okay. Dann gibt man her das Ding. 2a sind wir. Okay, dann machen wir nochmal Klopfi-Klopfi. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen Kohle kassieren hier. Nix. Nix. Der will schlafen. Jojo, ist ja in Ordnung. Ich gehe ja schon. Das ist meine Bude. Zack. Okay, was haben wir hier? Nix. Und hier? Auch nix. Schade. Aber okay, wir haben genug Kohle, also von daher. Finde ich das in Ordnung. So, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Dankeschön dafür. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da. Oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super drüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.